Pfeifersche Drüsenfieber ist eine Virusinfektionskrankheit, die von einem entsprechenden Virus, Epstein-Barr-Virus, verursacht wird. Sehr stark körperbelastend ist, weil der Patient sich sehr krank fühlt. Verbunden ist auch mit Veränderungen im Mund-Nasen-Rachenraum. Und das muss man entsprechend berücksichtigen und natürlich dem Spieler die Ruhephase, Regenerationsphase bieten, die hier notwendig ist, die natürlich länger ist als bei einer normalen Grippe. Wir haben jetzt gehört, der Omar Damali kann möglicherweise schon Anfang Jänner wieder ins Training einsteigen. Jetzt gibt es aber bei anderen Sportlern Fälle, wo die teilweise ein halbes Jahr ausfallen. Wie ist denn da der Unterschied im Verlauf? Wie kann man das abschätzen? Na, grundsätzlich ist bei jeder Virusinfektion der Verlauf nie exakt definierbar. Jeder Mensch ist unterschiedlich, jeder Mensch hat unterschiedliche Abwehrkräfte, reagiert und beschäftigt sich mit dem Körper unterschiedlich auch mit den Viren. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass wir natürlich hier sehr rasch reagiert haben und zum Glück auch sehr rasch die Diagnose gehabt haben, sodass wir entsprechende gegenläufige Maßnahmen haben setzen können. Der Verlauf im Moment zeigt uns, dass es auch eher, so wie es ausschaut, ein milderer Verlauf ist. Was natürlich auch günstig ist in der Prognosebeurteilung, aber im Endeffekt eine exakte Beurteilung kann man hier nicht noch geben. Was kann der Omar Damali jetzt am besten machen, um ideale Genesung und Heilung zu ermöglichen? Viel Sonne, viel Vitamine, Erholung, das ist ja sehr wichtig, auch weil auch die Psyche natürlich wichtig ist im Rahmen der Heilung. Aber sobald er halt körperlich in der Lage ist, wobei das überprüfen wir natürlich mit Ende Dezember, ist er auch in Wien, da kontrollieren wir nochmal alles und wenn das passt, können wir ihn schrittweise wieder rehabilitieren, wobei das geht natürlich schneller, als wenn er Verletzung gehabt hat, weil der Körper nicht Verletzungsstrukturen oder Verletzungsmuster beseitigen muss, sondern einfach nur der Körper rasch wieder reaktiviert werden muss. Ne?